Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein erstes Video aus einer neuen Perspektive hier auf meiner neuen Couch in dem VIP-Bereich. Ich habe auch hier nochmal das passende Schild. Natürlich ist es kein VIP-Bereich, aber es ist einfach eine chillige Ecke, was ich hier eingebaut habe. Ich hoffe, ihr habt das letzte Video gesehen, beziehungsweise vorletzte Video, wo ich mit euch zusammen hier die Ecke bzw. die Couch hier hingestellt habe. Es ist halt einfach mega praktisch, wenn hier Leute kommen, die können sich hier einfach hinchillen. Allein, ihr könnt es jetzt schon sehen, wenn ich alleine hier sitze, ich habe mega viel Platz. Und hier können halt zwei Leute sitzen, direkter Blick zum Bildschirm. Das heißt, wenn ich mal produziere oder irgendwelche Musik mache oder einen chilligen Abend mit ein paar Leuten machen will, dann können die hier einfach chillen. Ich kann da vorne am PC chillen, beziehungsweise ich drehe mich dann einfach um. Und hier haben wir natürlich einen schönen Tisch für die Ablage. Was ist heute das Thema in dem Video? Ich habe jetzt nichts Großes vorbereitet, außer mal wieder ein neues Paket von Amazon. Dieses Mal nicht für Studio. Ich weiß nicht, was ich in den Titel geschrieben habe. Auf jeden Fall ist es was für mich. Das macht auch keinen Sinn. Ist eigentlich alles für mich, was ich bestelle. Nee, aber ich habe was fürs Motorradfahren bestellt. Denn ihr wisst ja, wenn ich irgendwie Kurzstrecken fahre, durch die City fahre oder so, dann fahre ich meistens nur mit dem Hoodie oder eine Jeans oder sowas. Ich habe überhaupt keinen Schutz für den Körper, das heißt keine Protektoren, sondern einfach nur, meistens fahre ich sogar mit dem Hoodie hier nur. Und der ist halt mega dünn, auch bei Kurzstrecken. Kann viel passieren, Vorfahrt wird genommen, man übersieht irgendwas, man kommt ins Rutschen. Was weiß ich, es ist schon so viel passiert. Deswegen habe ich mir was zugelegt und zwar, haltet euch fest, wieder mit YouTube-Einnahmen. Das heißt, ist wieder durch euch möglich gewesen. Ist halt mega geil und ich würde sagen, bevor ich jetzt weiter laber, machen wir das mal zusammen auf. Ich dachte mir auch, jetzt hier dieser Platz werde ich in Zukunft auch für irgendwelche Unboxing-Sachen nehmen oder irgendwelche chilligen Real-Talk-Vlogs. Muss halt nur schauen, wie ich das mit der Kameraperspektive mache, beziehungsweise ob ich das hier noch ein bisschen umräume, umbaue, weiß ich noch nicht. Auf der Seite da drüben sieht es immer noch schlimm aus. Aber es ist ja morgen Wochenende und ich glaube, ich werde es dann komplett hier fertig machen, beziehungsweise echt mal den Müll hier aufräumen. Weil wenn das alles mal draußen ist, habe ich mega viel Platz. Ich kann euch das kurz mal zeigen. Also hier ist der Platz, wo ich chill. Eigentlich schon ziemlich lässig. Den Rahmen werde ich natürlich noch aufhängen. Hier ist die Softbox am Start. Hier kann man es auch noch mal sehen, das heißt, von hier kommt man rein und hier ist halt dieses L von dem Tisch, was mich mega nervt. Man kann es auch hier sehen, hier ist halt wenig Platz zum Durchgehen. Deswegen muss ich mir halt hier was überlegen, beziehungsweise eigentlich nur einen neuen Tisch kaufen oder bauen lassen. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Auf der Seite hier unten, Katastrophe, ich habe ja eigentlich den ganzen Müll von dem Tisch einfach nur nach unten getan. Mein DJ-Pult sieht auch komplett beschissen aus. Die LED-Strip geht ab, Schrauben und alles mögliche liegt noch auf dem Tisch. Er ist halt immer das Problem. Ich bin halt einfach unmotiviert, nach der Arbeit noch irgendwas zu machen, beziehungsweise hier aufzuräumen. Meistens hocke ich mich halt am PC, mache ein bisschen Musik oder zocke ein bisschen. Apropos, hättet ihr mal Bock? Ich weiß jetzt nicht, ob das hier auf den Kanal passt, aber so ein paar Gameplays ab und zu hätte ich schon Bock, weil es ist ja eigentlich auch ein Hobby von mir, einfach mal zum Abschalten ein bisschen zocken. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir das gern in die Kommentare. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier noch 5 Stunden rede, packen wir mal zusammen das Paket aus, denn ich muss es erstmal anprobieren, ob es mir überhaupt passt. So, ihr werdet mich jetzt nicht sehen, aber ist nicht so schlimm. Ich mache das Paket sehr vorsichtig auf, weil ich das sonst echt beschädigen kann wahrscheinlich. So, so. Man sieht wahrscheinlich nicht viel, aber und zwar habe ich mir Folgendes bestellt. Wie gesagt, das ist fürs Motorradfahren, für mich, für meinen Schutz. Und zwar eine kleine Protektorenjacke. Das heißt, ich habe ja eine Lederkombi zum Tourenfahren. Das heißt, wenn ich weitere Strecken fahre, dann ziehe ich natürlich meine Lederkombi an. Dadurch bin ich natürlich gut geschützt mit Protektoren hier oben am Rücken und so weiter. Und für kurze Strecken habe ich euch ja vorhin gesagt, ich fahre ja meistens nur mit dem Hoodie und mit der Jeans und das ist halt ein bisschen straight. Deswegen habe ich mir durch die Unterstützung von euch natürlich wieder was Kleines bestellt. Eine Protektorenjacke, das habe ich glaube ich schon gesagt.
würde sagen, ich packe die jetzt mal aus und ich probiere die mal an, weil das Problem ist, wenn die mir natürlich zu klein ist, muss ich natürlich zurückschicken. Deswegen, wir packen das jetzt mal aus. Ich versuche das wieder mit einer Hand zu filmen. Ich kann es ja hier auf den Tisch legen. So, ich muss euch doch kurz abstellen. Also Verpackung an sich, ja, ist jetzt nicht besonders gut gemacht. Wer da natürlich Interesse an diese Protektorenjacke hat oder Protektorenschutz, verlinke ich euch gerne mal unten in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt, glaube ich, wie lange habe ich drauf gewartet? 4 Tage, da es leider kein Prime-Produkt war. Und ich hasse es immer, wenn es so schlecht verpackt ist. Ja, der Nachteil an dieser Kamera ist auch, ich habe keinen Ultraweitwinkel. Ich kann die Objektive nicht wechseln, deswegen muss ich mal die Kameraposition ändern. Aber hier ist das gute Stück. Und ich glaube, optisch sieht das schon ganz fett aus. Also ich habe hier einen Rückenprotektor, schön in schwarz mit roter Naht bzw. rotem Muster. Wenn man das Ganze umdreht, hat man natürlich hier die Arme. Das ist alles mit so einem dünnen Netz angestrickt, integriert in Hirngurt, was sehr, sehr wichtig ist. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Von der Verarbeitung ziemlich gut. Sieht echt nicht schlecht aus für den Preis. Also ich habe jetzt dafür 50 Euro bezahlt. Und die gab es auch in komplett schwarz. Das heißt hier ohne diese roten Nähte, sondern einfach komplett in schwarz. Aber ich denke mal so mit dem Rot sieht es schon fett aus. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie mache ich das mit der Kamera. So, ich hoffe, man kann mich einigermaßen sehen, ja. Also so sieht die Jacke aus. Moment, ich muss das Licht noch ein bisschen. Ziehe die jetzt einfach mal über den Hoodie an. Ist halt ein bisschen Gefummel. Aber es soll euch ja schützen. So, machen wir hier noch zu. Also ich denke mal, man kann das auch unterm Hoodie anziehen, aber ich finde es so gar nicht mal schlecht. Also ich finde, optisch sieht es gar nicht schlecht aus. Ich habe jetzt Größe M genommen, jetzt muss ich sogar auf die Knie gehen. Ich habe Größe M genommen und ich muss sagen, der sitzt echt wie angegossen. Und das Coole ist, hier kann man sozusagen noch die Enge oder die Weite einstellen, wenn euch das irgendwie zu locker ist, einfach ein bisschen enger machen. Aber ihr seht schon, ich bin komplett geschützt. Schön die Kapuze raus. Alter, mega bequem. Man hat hier sogar für die Finger noch so ein, wie sagt man da? Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall ist das mega bequem. Sieht ein bisschen crazy aus. Ist halt so ein durchsichtiges Netz. Aber so mit dem Rot muss ich nochmal aufstehen. Aber mit dem Rot, geil. Werde ich natürlich auch einen Motovlog am Wochenende machen. Ich werde ihn natürlich testen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mich irgendwie absichtlich umschmeißen lasse. Ja, ich will einfach testen, ob die bequem ist beim Fahren. Aber so jetzt vom ersten Eindruck und vom ersten Probieren, eigentlich schon geil. Allein hier echt super geschützt. Hier oben die Schultern, optisch mega geil. Es gibt natürlich auch 1000 andere Anbieter, die Protektorenjacken anbieten, wie zum Beispiel habe ich mir damals die von Fox angeschaut. Die kostet halt einfach mal 140 Euro, also dreimal so teuer wie die hier. Und die sieht echt meiner Meinung nach auch total langweilig aus. Und ich finde das einfach hier mit dem Roten einfach mega sexy. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, Fotovlog kommt am Wochenende. Das war es eigentlich von diesem Video. Ich weiß, es war nicht spannend, aber ja, unter der Woche ist einfach ein bisschen schwierig bei mir, ja, große Projekte, große Videos zu drehen. Deswegen mache ich halt meistens immer Reaction-Videos, was echt ziemlich gut bei euch ankommen. Ich habe euch ja gesagt, fürs Mikrofon da hinten kommt ja auch noch ein Video. Da wollte ich euch ja nochmal zeigen, wie schließt man das an, wie installiert man das in FL Studio, beziehungsweise wie benutzt man das in FL Studio. Und es ist halt einfach kein Video, wo ich in 10 Minuten abdrehe, sondern wo ich echt Step by Step mit euch durchgehen will. Ich finde halt solche Videos zwischendurch auch mal ganz interessant für Motovlogger unter euch oder die
Ivo ein bisschen Motorrad fahren, ein paar Sachen zu testen. Das sind ja alles Produkte, die ich ja mit eurer Hilfe sozusagen kaufen kann. Ihr unterstützt mich, ich kaufe mir was Gutes und mache für euch Videos. Und ich finde das einfach so ein Geben und Nehmen. Und das ist halt einfach für mich sehr, sehr wichtig. Und ja, ich schmeiße hier jetzt schon wieder alles um. Ich werde jetzt noch einen kleinen Mix aufnehmen. Das heißt, erstmal hier noch ein bisschen aufräumen. Checkt gerne auch den zweiten Kanal ab, weil es wird jetzt die Tage der neue Mix dann hochgeladen. Und in diesem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne wieder Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und genau, vergesst nicht, diese Jacke werde ich euch unten verlinken. Das heißt, jeder, der Interesse dran hat, kann sich das gerne mal anschauen. Jetzt melde ich mich auf, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.